Der Wärter hat gesagt, dass die gleich wieder kurz aus ihren Zellen rauskommen. Okay, dann wird es ja bestimmt gleich sein. Das nehme ich auch mal an. Ah, guck mal. Da ist er ja, der Alex. Oh, Alex, hier sind wir. Bruno, Patrick, was bin ich froh, euch zu sehen. War doch selbstverständlich, dass wir vorbeikommen. Wir wollen dich ja auch wieder in Freiheit sehen. Und ganz wichtig für die Lieferung der Drogen bist du. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber wie bist du denn überhaupt hier hingekommen? Naja, ein bisschen kurios war das bei mir. Das ist ja nichts Neues bei dir. Du bist bestimmt auch kurios auf der Welt gekommen. Ja, mein Leben fing wirklich kurios an. Eine überstürzte Geburt hatte ich. Sie dauerte nur etwa eine Stunde. Eigentlich wollte ich das gar nicht so wissen von dir. Erzähl lieber mal, wie du hier hinter schwedische Gardinen gekommen bist. Ich fange ja an. Ich hatte einen Anruf im Paketzentrum. Da wollte jemand 2 Kilogramm Marihuana unbedingt haben. Soweit nichts Ungewöhnliches. Mit den Mengen sind wir ja vertraut. Fahre einfach fort. Das stimmt wohl. Der wollte das nur unbedingt in Zelle 314 im Gefängnis abgeliefert haben. Okay, habe ich mir gedacht. Kann man ja mal machen. Das Gefängnis ist ja auf meinem Nachhauseweg. Da kann ich dann alles abliefern. Ich habe dann den Pförtner gefragt, ob ich zum Häftling in Zelle 314 kommen kann und was abliefern kann. Der Pförtner hat gefragt, was ich dann hier in der Tüte habe und habe den Inhalt ihm dann gezeigt und wurde dann mit eingesperrt. Das darfst du doch nicht im Gefängnis zeigen. Ist ja logisch, dass du mit eingesperrt wirst. Würde ich auch machen, wenn ich der Pförtner wäre und mir das so gezeigt wird. Ich wollte halt den Umsatz an den Drogen erhöhen und da kam dieser Auftrag sehr gelegen. Toll. Drogen und Alex weg. Wurde dir wenigstens schon gesagt, wie lange du hier noch sitzen musst? Ein Jahr oder Kaution in Höhe von 100.000 Euro. Bitte zahlt das Geld. Mir ist hier auch so unglaublich kalt. Schon mal nachgedacht, einen Mithäftling zu verbrennen? Einen Mithäftling? Ja, der gibt bei einem Brand bestimmt genug Wärme ab. Nein, nicht drüber nachgedacht, aber sowas mache ich auch nicht. Wenn du ihn umbringen musst, ich habe noch einen Schlagbohrer im Auto. Der ist auch immer gut zum Töten. Patrick, das reicht jetzt. Ich weiß nicht, ob wir noch genug Geld zusammen haben, um dich hier herauszuholen zu können. Ich müsste einmal zur Bank gehen und prüfen, ob ich das Geld habe oder ob ich dafür einen Kredit benötige. Das musst du mir dann aber sowieso zurückzahlen. Mache ich natürlich. Hol aber bitte schnell das Geld, damit ich endlich wieder frei bin. Die Kälte hat sie nämlich einfach abgrundtief. Also, ich habe noch unter meinem Kopfkissen 500.000 Euro versteckt, wie ich bei einem Bankraub mitgeholfen habe. Das war ein Spaß. Patricks Bankraub hilft dir scheinbar. Oh ja, super Patrick, dass du den Bankraub gemacht hast. War wirklich eine grandiose Tat von dir. Die Polizei sucht immer noch nach dem weißen Auto. Da habe ich dann einfach einen Passanten überfahren und schon wurde das Auto rot. Man muss ich nur zu helfen wissen. Kannst du mir bitte das Geld hier mitbringen, sodass ich schnell wieder in Freiheit bin? Einverstanden. Das Geld bekommst du dann morgen. Dann kannst du auch direkt die neuen Aufträge aus Nicaragua
und Aserbaidschan bearbeiten. Das mache ich natürlich dann selbstverständlich.